When you see around the globe the maldistribution of wealth, the desperate plight of millions of people in underdeveloped countries, when you see so few haves and so many have-nots, when you see the greed and the concentration of power within, did you ever have a moment of doubt about capitalism and whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? You think Russia doesn't run on greed? You think China doesn't run on greed? What is greed? Of course, none of us are greedy. It's only the other fellow who's greedy. The world runs on individuals pursuing their separate interests. The great achievements of civilization have not come from government bureaus. Einstein didn't construct his theory under order from a bureaucrat. Henry Ford didn't revolutionize the automobile industry that way. In the only cases in which the masses have escaped from the kind of grinding poverty you're talking about, the only cases in recorded history are where they have had capitalism and largely free trade. If you want to know where the masses are worst off, it's exactly in the kinds of societies that depart from that. So that the record of history is absolutely crystal clear that there is no alternative way so far discovered of improving the lot of the ordinary people that can hold a candle to the productive activities that are unleashed by a free enterprise system. But it seems to reward not virtue as much as ability to manipulate the system. And what does reward virtue? You think the communist commissar rewards virtue? You think a Hitler rewards virtue? You think, excuse me, if you'll pardon me, do you think American presidents reward virtue? Do they choose their appointees on the basis of the virtue of the people appointed or on the basis of their political clout? Is it really true that political self-interest is nobler somehow than economic self-interest? You know, I think you're taking a lot of things for granted. And just tell me where in the world you find these angels who are going to organize society for us. Well, I don't even trust you to do that. Der Neoliberalismus unter diesem Aspekt betrachtet, ist eine Antwort, eine Gegenreaktion gegen die Oktoberrevolution. Sie ist auch nicht zufälligerweise zu Beginn der 20er Jahre entstanden, weil genau an dem Punkt deutlich geworden ist, es gibt keinen ökonomischen Determinismus der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern es gibt bestimmte Schlüsselstellen, bestimmte Zeitpunkte, an denen die Entwicklung in ganz andere Richtungen laufen kann, in denen Alternativen offen sind. Und genau das hat die Revolution in Russland für viele Leute in Europa, vor allen Dingen in Zentraleuropa, bedeutet. Sie haben gesehen, okay, es ist möglich, dass die Sowjetunion einen ganz anderen Entwicklungsweg einschlägt als die Entwicklung unter liberalen Vorzeichen aussehen sollte. Das bedeutet, in der Tat, es gibt nichts Selbstverständliches mehr und es gibt nichts, was aus der Sache heraus eine bestimmte Entwicklung antreiben würde. Wenn der Liberalismus überleben soll, dann bedarf es des bewussten Einsatzes
der Wissenschaft und der Politik. Und als solche haben sich die ursprünglichen, die ersten, die Neoliberalen, sozusagen die Gründerväter, verstanden. Es ging ihnen darum, dass sie sich, und ich denke jetzt an Leute wie Mises, Hayek, Lippmann, das sind alles Leute, die haben sich verstanden als Teil einer Elite. Einer Elite, deren Aufgabe darin besteht, das liberale Gesellschaftsmodell zu retten und ihm eine Zukunft zu geben. Wenn Sie sich anschauen, vielleicht Ludwig Mises bekanntestes Buch, es hat den Titel Gemeinwirtschaft, auf Englisch Sozialismus. Und in der Tat, es fängt an, im ersten Absatz, wir leben im Zeitalter des Sozialismus. Und er verstand sich, wie dann seine Schüler Hayek und andere, er verstand sich als Teil dieser Elite, die dieses gesellschaftliche Projekt vorantreibt. Der Glaube in Märkte. Der Glaube, dass Märkte in der Tat eine Art selbstregulierenden Mechanismus darstellen. Selbstregulierender Mechanismus, aber gleichzeitig in dem Sinn, dass er das hervorbringt, was für die Gesellschaft insgesamt gesehen das Beste ist. So, der Glaube an den Markt wird zur Grundlage dafür, dass der Glaube an eine freie Gesellschaft aufrechterhalten werden kann. Also es gibt diesen Zusammenhang in ganz direkter Art und Weise. Wir brauchen Märkte, wir brauchen ein selbstregulierendes Marktsystem, um gesellschaftliche Freiheit aufrechtzuerhalten. Wenn die Illusion erweckt wird, es gibt sowas wie einen uns übergeordneten Markt, Regeln, Abläufe, Systeme, Systemzwänge, denen wir uns zu unterwerfen haben und denen wir gehorchen müssen. Es ist eigentlich die Projektion einer weltlichen Gottheit. Das ist die Idee und das hat auch Friedrich von Hayek genauso formuliert. Und das ist genau der Mythos. Dieses Art von System gibt es nicht. Es gibt ein Reden darüber, es gibt eine Rhetorik, es gibt ein Überzeugungssystem, das kollektiv für wahr gehalten wird. Es schafft eine soziale Wirklichkeit, aber de facto gibt es dieses System nicht. Man könnte sich die Frage stellen, in welcher Weise wird Gott im sozialen Diskurs verwendet und welche Eigenschaften werden ihm zugeschrieben? Gott ist allmächtig, Gott ist allgütig, Gott gibt das Leben, Gott ist allwissend. Und wenn wir diese Eigenschaften in einem Katalog festhalten, dann sehen wir, dass im Reden von dem Markt diese Zuschreibung genau diesem übergeordneten Markt gegeben wird. Er ist allwissend, das Wissenskonzept von Hayek. Wir als einfache Menschen sind unwissend, wir sind ignorant, wir sollen bescheiden sein, wir sollen demütig sein und sollen uns dieser Weisheit, diesem Überwissen dieses Marktes verantworten. Das Interessante ist in diesem Denken, dass es immer elitär ist. Das heißt, ich habe einen Freiheitsbegriff und gleichzeitig richtet sich das auf die Idee einer elitären Gesellschaft, die auch als elitäre Gesellschaft wiederhergestellt ist. Dieses Elitär ist auf verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist,
Wie könnte man sich in diesem Denken Systemwandel vorstellen? Und die Hayek-Idee ist, oben an der Spitze gibt es originäre Denker, das sind so Leute wie er. Auf dieser Ebene sind dann so Leute wie Marx oder Keynes, also so große Denker. Und jetzt sagt er, die sollen die zentralen gestaltenden Ideen für die kommenden Jahrzehnte formulieren. Und drunter liegend gibt es eine Schicht, die er Intellektuelle nennt. Die Leute können gar keine originären Ideen produzieren. Die sind so, richten sich auf einmal noch die Seite, dann noch jene Seite, was gerade intellektuell modern ist. Wenn es gelingt, den aktivsten Teil dieser Leute anzusprechen, dann können die langfristig das Klima einer Gesellschaft, das Meinungsklima einer Gesellschaft beeinflussen. Und diese Schicht nennt er relativ abfällig die gebrauchtwaren Händler von Ideen. Das sind normale Universitätsprofessoren, so wie ich, das sind Journalisten, das sind Medienleute, so wie Sie, Leute, die Filme machen, die Ideen verbreiten, Leute, die kulturell tätig sind, die in Zeitungen schreiben, die im Feuilleton schreiben und die so ein Meinungsklima machen. Und er sagt, wenn das erreicht ist, wenn dieses Meinungsklima geformt ist, gibt es dann die Schicht der Politiker, die wollen ja wiedergewählt werden und die können gar nichts anders, als in diesem Meinungsklima dann die Gesetze zu formulieren. Und unten auf der breiten Ebene sind dann die Massen. Er hat einen Begriff von Masse. Das heißt, es ist Masse und der Gegenbegriff ist Elite. Ja? Und die Massen selbst, ja, die werden von Hayek dann beschrieben, relativ besinnungslos. Die müssen sozusagen unbewusst diese Umformung ihrer Ideenwelt erleiden. Die können das nicht realisieren. Die haben auch kein Vernunftvermögen, das zu verstehen. Und die schwimmen dann so quasi unbewusst in dieser neuen Wirklichkeit mit. Hayek hat ganz negative Ideen über die Funktion der Vernunft, des Bewusstseins, der Reflexion. Und man kann zeigen, dass sein Programm direkt gegen die Aufklärung gerichtet ist. In der Aufklärung hat man den Menschen ja ein Vernunftvermögen zugesprochen. Jeder Mensch besitzt ein Vernunftvermögen. Das war die Grundidee der Aufklärung. Und aufgrund dieses Vernunftvermögens kann ich über die Gesellschaft reflektieren und ich kann dann neue Designs entwerfen und kann ein riesiges Reformprogramm starten. Und das war die Grundidee und das hat uns zur Demokratie geführt, zu dem Konzept von Freiheitsrechten, zu dem Konzept von Menschenrechten. Die Vorbedingung, dass das geschehen konnte, war die Idee, der Mensch, der normale Mensch besitzt ein Vernunftvermögen. Und Hayek sagt, das besitzt der Mensch nicht. Der normale Mensch hat nicht die intellektuellen Möglichkeiten, er hat nicht das reflexive Training, um über das System reflektieren zu können. Das heißt, die ideale Gesellschaft von Hayek ist eine Gesellschaft, in der es überhaupt keine Menschen mehr gibt, die über das System der Wirtschaft nachdenken. Wo es keine Leute mehr gibt, die strukturelle Probleme thematisieren und wo es keine Leute mehr gibt, die Alternativentwürfe präsentieren, um die größten strukturellen Probleme zu beseitigen, zu mildern oder und die Entwicklung der Geschichte in eine andere Richtung zu lenken. Und dass das nicht passiert und angesichts dieser großen Probleme der Zukunft, das ist die Tragödie, das ist die Tragik unserer Zeit. Und wenn man von der Vorstellung ausgeht, dass in der Tat die Gesellschaft ein Produkt des Geistes ist, dann ist natürlich der Knackpunkt, um den es geht, die geistige Entwicklung. Naja, und wer kann in der modernen Gesellschaft die geistige Entwicklung vorantreiben, wenn nicht die Wissenschaft? Insofern kommt der Wissenschaft, der Sozialwissenschaft, aber innerhalb der Sozialwissenschaft wiederum der ökonomischen Wissenschaft die Schlüsselrolle. Alle Anhänger des Neoliberalismus verstehen sich insofern zunächst einmal auch als Anhänger dieser Wissenschaft. Aber es genügt natürlich nicht, die Wissenschaft irgendwo in einem Elfenbeinturm zu begreifen. Denn
das Ganze kann ja nur funktionieren und kann nur gesellschaftlich wirksam werden, dann, wenn die Öffentlichkeit davon überzeugt werden kann. Und darum, das ist dann sozusagen die zweite Ebene, auf denen die Anhänger des neoliberalen Credo aktiv werden. Wir müssen die richtigen Ideen nicht nur entwickeln, sondern wir müssen sie auch zur Mehrheitsmeinung machen. Und das geht nur, wenn wir an die Öffentlichkeit treten. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass die Anhänger des Neoliberalismus diejenigen sind, die überhaupt Thinktanks in größerem Umfang hervorgebracht haben. Denn genau diese Thinktanks sollten eigentlich sollen bis heute die Schlüsselstellung darstellen zwischen dem eigentlichen Kern des wissenschaftlichen Wissens und der öffentlichen Meinung. Der bekannteste Think Tank dabei ist ohne Zweifel die Mont Pelerin Society. Die Mont Pelerin Society de facto ist eigentlich schon eine Fortsetzungsveranstaltung des Walter Lippmann Kolloquiums, das 1936 oder 37 in Paris stattgefunden hat, ist dann de facto durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden und auf Hayeks Initiative dann nach dem Zweiten Weltkrieg quasi wieder geschaffen worden. Und Hayek ist ganz deutlich in der Aufgabenstellung, die er der Mont Pelerin Society zumisst. Es geht nicht wesentlich allein um Grundlagenforschung, das kann jeder einzelne Wissenschaftler in seinem Institut tun. Es geht dabei darum, eine Position herauszuarbeiten, die mehrheitsfähig werden kann. Und dann zweitens auch darüber hinausgehend Journalisten, die Öffentlichkeit mit in die Diskussion einzubeziehen, um in direkter Weise dann auch die Öffentlichkeit ansprechen und beeinflussen zu können. Tatsächlich ist die Mont Pelerin Society ja dann in der Tat zwar quasi zu einem Kern-Think-Tank geworden, um den sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg herum zig andere Think-Tanks herausgebildet haben. Und deren Wirksamkeit kennen wir ja bis heute. Es hat schon in den 30er Jahren eine Serie von Konferenzen gegeben, hauptsächlich in Genf, wo man immer versucht hat, die eigene Plattform zu vergrößern, das zu internationalisieren. Es hat auch Reflexionen gegeben im Rahmen des Völkerbundes, wie müsste eine neue globale kapitalistische Ordnung aussehen. Und in dieser Serie von Konferenzen ragt eine hervor, die ist 1938, das Walter Lippmann Kolleg in Paris. Und hier hat sich dieses Netzwerk gesammelt, zum ersten Mal so in einer gewissen internationalen Bedeutung. In diesem Netzwerk sind drinnen die österreichische Schule, dann von Deutschland die Ordoliberalen, dann Leute aus Genf, da war auch Mises, dann in Paris Ökonomen und Philosophen und von den USA die Vorläufer dieser neuen Chicago School of Economics. Das heißt, es ist ein sehr heterogenes Feld und es formt sich so eine Gesellschaft, die wollen dann so ein Think Tank werden, eine Zeitschrift gründen und dann kommt der Zweite Weltkrieg, dann ist das Ganze zerbrochen und man muss quasi neu starten und jetzt schreibt dann Hayek 1944 dieses Buch Der Weg zur Knechtschaft, The Road to Serfdom, das schreibt er eigentlich für die britischen Intellektuellen und er sagt, wenn ihr den Weg des Keynesianismus weitergeht, werdet ihr in einem totalitären System münden. Ungefähr 1941 oder 1942 geht die englische Regierung auf eine keynesianische Fiskalpolitik über.
Und dieses Buch wird überraschend für ihn, 1944, zum Bestseller in England und zum Bestseller in den USA. Und der Verlag, der amerikanische Verlag, organisiert ihm eine riesige Lesereise durch die USA. Und hier lernt er verschiedene Leute kennen und hier kommt er jetzt zum ersten Mal mit wirtschaftlichen Kreisen in Zusammenhang und diese Kreise finanzieren ihm eine neue Konstruktion der Chicago School of Economics. Hier bekommt zum Beispiel Milton Friedman eine Position und aus diesen Bestrebungen her kann dann 1947 die Mont-Pelerin Society gegründet werden und hier sind Schweizer Bankengelder beteiligt. Das heißt, das Ganze wird ja immer von der Wirtschaft finanziert und der Zugang zu dieser Wirtschaft gelingt erst diesen Außenseitern, indem sie sozusagen Erfolge vorzuweisen haben. Und dieser Bestseller war sozusagen ein Ort von Erfolg. Und jetzt kommt sozusagen eine Spirale ins Rollen, wo sukzessive immer Gelder von bestimmten reichen Leuten, von multinationalen Konzernen, von großen Stiftungen reingehen. Und jetzt kann dieses Netzwerk langsam wachsen. Und die Idee war, die Mont Pelerin Society als eine Art von Geheimgesellschaft zu haben. Es ist ein Versammlungsforum, wo sich Leute einmal im Jahr treffen, in den ersten Jahren in einer relativen Geheimhaltung. Also man hat keine Sachen nach außen. Das heißt, dieses Netzwerk war auch unbekannt. Und um dieses Netzwerk herum werden dann Thinktanks gegründet. Und der erste große Thinktank ist das Institute of Economic Affairs in London. Und dieses Institut hat dann großen Einfluss auf die englische Politik. Und das, was nachher, 20 Jahre später, Thatcher macht, ist eine Entwicklung aus diesem Netzwerk heraus. Und dieses Netzwerk um die Mont-Pelerin Society ist ungeheuer gewachsen, es wächst immer noch und der zentrale Knoten im Augenblick ist das Atlas-Netzwerk und hier sind aktuell fast 500 Thinktanks weltweit miteinander vernetzt. Das heißt, das Ziel ist in der Gesellschaft, die öffentliche Meinung, das Meinungsklima zu verändern. Und wenn das passiert, dann müssen die Politiker, die Politikerinnen in diesem Klima schwimmen und sie können gar nichts anderes, als dieses System des Marktes politisch erstens herzustellen und dann, wenn es hergestellt ist, zu schützen. Das Ziel wird nicht inhaltlich definiert, das Ziel wird definiert als eine Form der Politik. Es soll eine neue Politikform sich installieren, die sich selbst als Dienerin des Marktes begreift. Diese Politik soll zum Beispiel aufhören, über das System zu reflektieren, dem Wirtschaftssystem klare Ziele vorzugeben, sondern nur einen Rahmen zu schaffen, in dem dieses Wirtschaftssystem aus sich selbst heraus nach eigenem Antrieb sich weiterentwickeln kann. Und wenn man nachdenkt, wie weit dieses Reden von dem Markt, der uns beherrscht, der uns reguliert, der globale Markt, zum Beispiel in der Politik des Standortwettbewerbs, wie weit das durchgesickert ist, dann bekommt man eine Vorstellung, wie wirkungsmächtig das war. Und Angela Merkel spricht von der marktkonformen Demokratie. Das heißt, die parlamentarische Mitbestimmung, den Rahmen, den formalen Rahmen der Demokratie so auszugestalten, dass es marktkonform wird. Es ist nicht die demokratiekonforme Wirtschaft, sondern die marktkonforme Demokratie. Das beschreibt dieses System. Die Politik soll dem Markt folgen. Wem nützt er? Er nützt all den Leuten, die von diesem Marktsystem, soweit es umgesetzt werden kann, dann auch profitieren.
Das sind in allererster Linie unter heutigen Bedingungen natürlich multinationale Unternehmen, Finanzinstitutionen und alle Privatleute, die davon profitieren. Das ist ein schwieriger Zusammenhang, weil ich auf der einen Seite sagen würde, die Väter des Neoliberalismus in dem Sinn waren wirkliche Überzeugungstäter. Die Väter des Neoliberalismus glauben daran, auch wenn sie falsch liegen. Darüber können wir nachher noch mal kurz sprechen. Aber sie glauben daran, etwas Gutes zu tun für die Gesellschaft. Gleichzeitig werden diese Ideen, weil sie auf bestimmte soziale Schichten negative Auswirkungen haben, weil sie auf andere Schichten und vor allen Dingen Unternehmen und Finanzinstitutionen positive Auswirkungen haben, von gerade Letzteren in besonderer Weise gefördert. Und natürlich kann man sagen, wenn der Neoliberalismus nie mehr gewesen wäre als die Überzeugung von einer kleinen Gruppe, dann hätte er auch nie eine Chance gehabt, sich durchzusetzen. Insofern gibt es immer eine direkte Verbindung zwischen neoliberalen Ideen und bestimmten Interessensvertretern. Und das gehört natürlich auch dazu, wenn wir darüber reden, warum wird er gefördert, warum werden ihm auch die Finanzmittel zur Verfügung gestellt, um seine Propaganda an die Öffentlichkeit zu bringen. Warum werden bestimmte Thinktanks gefördert und andere Thinktanks nicht gefördert? Also das hängt schon sehr stark damit zusammen, dass natürlich im Resultat dieses ganze neoliberale Theoriegebäude auch dazu führt, dass in der Tat bestimmte Kreise enorm daran gewinnen. Und dann wird es natürlich deren Privatinteresse, so etwas zu fördern. Er nützt explizit nicht all den gesellschaftlichen Kräften, die durch die Konkurrenz nicht gewinnen. Das kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen thematisieren. Man könnte sagen, innerhalb der entwickelten Gesellschaften sind das vor allen Dingen die Kräfte, die von abhängiger Beschäftigung leben. Es sind die, die man früher mal Arbeiterklasse genannt hat. Es sind aber auch viele Schichten, die dem Dienstleistungssektor zuzuordnen sind. Kleinere staatliche Angestellte, Beschäftigte. Also den ganzen Schichten, die eigentlich am unteren Teil der Gesellschaft sind. Und es ist immer dabei der Kampf gegen die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften werden als Monopol definiert. Dieses Monopol wird mit Zwang assoziiert. Es ist gegen die Freiheit des einzelnen Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, Selbstverträge abzugeben. Und deswegen dagegen wird gekämpft. Das heißt, es ist ein Versuch, auf einer sehr abstrakten Ebene ein Programm zu definieren, dass sich später in einer Welle von Privatisierungen, Deregulierungen, Liberalisierungen manifestiert. Und das kommt dann, gesellschaftlich wirksam wird das ungefähr ab den 80er Jahren. Der Neoliberalismus oder das neoliberale Modell der Selbstregulierung hat kein Organ für die natürlichen Konsequenzen des Systems. Das System zerstört soziale Zusammenhänge. Es hat kein Organ für Arbeitslosigkeit zum Beispiel. Aber es zerstört auch natürliche Zusammenhänge. Es ist blind gegenüber den Auswirkungen, die Natur mit sich trägt. Er behandelt sowohl Arbeit
als auch Natur schlicht und einfach, als wäre es eine Ware. Aber in der Natur ist keine Ware, sondern unsere Lebensgrundlage. Und natürlich können wir eine Ware zerstören oder knapp machen oder was auch immer. Es ist aber eben nicht nur die Ware, die dadurch zerstört wird, sondern es sind die Voraussetzungen für das Leben auf Erden, was zerstört wird. Und gegenüber all diesen Problemen ist quasi dieser neoliberale Prozess der Selbstregulierung, der auf Wettbewerb und Profit basiert, hilflos. Manager, weiblich, männlich, divers, Accounting Excellence, prüfungsnahe Beratung. Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln. Das ist das Ziel unserer mehr als 11.000 Kolleginnen und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Strategy and Transactions sowie im Consulting sind wir einer der Marktführer und begleiten unsere Mandanten in die Zukunft. In der Wirtschaftsprüfung stärken wir in vielfältigen Bereichen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so ein nachhaltiges Wachstum. Entfalten Sie bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams Ihre individuellen Fähigkeiten und gestalten Sie mit uns Ihren Karriereweg. It's yours to build. Das erwartet Sie bei uns. Erfahrungen, von denen Sie ein Leben lang profitieren. In unseren Financial Accounting Advisory Services in Frankfurt-Main, Berlin, Düsseldorf oder München unterstützen Sie Mandanten bei allen Herausforderungen rund um die CFO-Agenda. Ihr Schwerpunkt dabei ist die Digitalisierung der Finanzprozesse. Sie arbeiten in Teams, die neben Accounting-Expertise IT und Prozesskompetenz verbinden. Dabei übernehmen Sie vielfältige Aufgaben. Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen für die sichere Rechnungslegung unserer Mandanten, Entwicklung und Kommunikation innovativer und praxisnaher Lösungen für die Bilanzierung, Begleitung unserer Mandanten auf dem Weg der Transformation mit kreativen Lösungen, Leitung von Projekten, Koordination mehrerer Prüfungs- und Beratungsaufträge und Motivation ihres Teams für die gemeinsamen Aufgaben. Förderung der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung ihrer Teammitglieder. Das bringen Sie mit, Fähigkeiten, mit denen Sie die Zukunft gestalten. Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung, insbesondere IFRS-Kenntnisse, idealerweise absolviertes oder bevorstehendes Wirtschaftsprüferexamen oder ein CFA-Abschluss oder Vergleichbares. Analytisches Denkvermögen und Kreativität in der Akquise, empathische Persönlichkeit mit klaren Zielvorstellungen und unternehmerischer Denkweise, sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und verhandlungssicheres Englisch. Das bieten wir Ihnen. Ein inspirierendes Arbeitsumfeld. Innovative und vielseitige Beratungsprojekte, die die Entwicklung unserer Mandanten aus unterschiedlichen Branchen vorantreiben. Herausragende Karrierechancen durch individuelle Förderung, anspruchsvolle Projektarbeit und ein starkes EY-Netzwerk. Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur. Erfahren Sie hier mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen Sie als Mitarbeiter bei EY profitieren. Jetzt bewerben. Das Konzept der Anrufung, das ich von Louis Althusser aufgreife und das ich etwa auch bei der Theoretikerin Judith Butler findet, geht davon aus, dass Menschen in ganz unterschiedlichen Kontexten angehalten werden, sich in einer bestimmten Weise selbst zu begreifen, selbst mit sich umzugehen, selbst an sich zu arbeiten, in einer bestimmten Weise ihr Verhalten zu ändern.
Und zwar in der Weise, von der man in dieser Anrufung ausgeht, dass sie so sind. Also diese Formel, werde, was du bist, das ist gewissermaßen das Modell der Anrufung. Der Louis Althusser, der französische marxistische Philosoph, hat das in eine kleine Geschichte gepackt, in der das sehr anschaulich deutlich wird. Geschichte auf der Straße, jemand geht auf der Straße und hört hinter sich einen Polizisten Hesida rufen. Und Anrufung, so Althusser, ist genau das, was in dem Moment geschieht, wo der, der das hört, sich umdreht und sich gemeint fühlt von diesem Ruf der Autoritätsperson Polizist. Also nicht nur der Ruf, der hier in der Geschichte auch dafür steht, tu dieses, sei so, verhalte dich in dieser und jener Weise, nicht allein das ist Anrufung, sondern auch das aktive Mittun, das sich umdrehen, das diesem Ruf folgen, gehört genauso, konstituiert genauso diese Anrufung dazu. Anrufungen gibt es in Gesellschaften vielfältige. Wir werden angehalten, als Studierende in einer bestimmten Weise unser studentisches Selbstverständnis oder ihr studentisches Selbstverständnis zu entwickeln. Leistungsstarke, innovative, fleißige und was nicht alles Studierende zu sein. Man wird angerufen als Patient, man wird angerufen als Staatsbürger, als Europäer. Es gibt also eine ganze Vielzahl von Anrufungen, mit denen wir konfrontiert sind. Manche haben mehr Gewicht, manche haben weniger Gewicht, sodass es immer auch ein Konkurrenzverhältnis, ein Aushandlungsprozesse, auch durchaus konflikthafte Aushandlungsprozesse zwischen den unterschiedlichen Anrufungen gibt, wo man dann für sich entscheiden muss oder immer schon entschieden hat, welchen Anrufungen man folgt. Und die Anrufung des unternehmerischen Selbst, das wäre jetzt meine These, ist eine Anrufung, die zumindest für den Zeitraum seit wahrscheinlich irgendwann 1980er, 1990er Jahren, 2000er und in gewisser Weise auch bis heute eine sehr mächtige Anrufung, eine hegemoniale Anrufung in unseren westlichen Industriegesellschaften ist. Es ist nicht die einzige, es gibt andere, aber doch eine sehr mächtige. Das ist die These, die ich dann versucht habe, in ganz unterschiedlichen Feldern zu zeigen, dass wir als Unternehmer unseres Unternehmerinnen unseres eigenen Lebens nicht nur im Bereich von Berufstätigkeit, des Wirtschaft, im engeren Sinne wirtschaftlichen Handelns angerufen werden, sondern auch als Patienten, als im Kindergarten, in ganz verschiedenen sozialen Institutionen greift diese Vorstellung, es wäre gut, sich so zu begreifen, als wäre man Teil eines Unternehmens oder als wäre man sein eigenes Unternehmen und würde sich so verhalten, wie Unternehmer, Unternehmerinnen das tunlich machen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Unternehmerisch zu handeln, sich als Unternehmerin oder Unternehmer des eigenen Lebens zu begreifen, heißt zuallererst, sich in einem Markt, das heißt unter Bedingungen von Wettbewerb zu begreifen, sich in einem Wettbewerb, zwar in einem permanenten, in vielen Wettbewerben stehend zu begreifen. Das heißt, sich selber immer gegenüber den Konkurrentinnen und Konkurrenten zu positionieren. Das heißt, um in einem ökonomischen Wettbewerb und unter Konkurrenzverhältnissen bestehen zu können, muss ich anders sein als die anderen, muss ich Alleinstellungsmerkmale entwickeln, muss ich besonders sein, muss ich besondere Leistungen entwickeln. Aber die Konkurrentinnen und Konkurrenten wissen dasselbe und tun dasselbe, versuchen dasselbe. Also es ist etwas, womit man auch nicht mehr fertig wird, weil es ein permanentes Lernen, sich abgrenzen, abschauen, aber dann doch wieder anders machen,
von den anderen ist. Also eine permanente Optimierung, die aber nicht mehr eine Optimierung ist, so wie ich mich perfektioniere oder wie ich beim Sport meine Leistungen steigere, wo ich weiß, okay, das sind die Trainingsparameter, dann lege ich los, üben, dann werde ich schon besser. Das ist nicht die Optimierung, die unter Bedingungen von Wettbewerb angesagt ist, sondern unter Wettbewerb heißt es, permanent zu gucken, was macht die anderen, was kann ich anders und besser machen als die anderen und nicht nur auf die Konkurrenten zu achten, sondern gleichzeitig, das gehört ja auch zu einem ökonomischen Wettbewerb, auf mögliche Kundinnen und Kunden zu achten. Wer könnte sich für das interessieren, für das, was ich tue? Wie kann ich das Interesse wecken für das, was ich tue? Wie kann ich Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Wie kann ich Aufmerksamkeit binden? Das ist die Logik, die man als Unternehmer, Unternehmerin seiner selbst verinnerlichen muss. Und das kann man eben auch und soll man dann, so zumindest die Botschaft, ja auch nicht nur, wenn es um das Berufsleben oder das im engeren Sinne wirtschaftliche Handeln geht. Wenn Sie die Ratgeberliteratur, mit der ich mich da intensiv in dem Buch auseinandergesetzt habe, anschaut, dann wird einem das nahegelegt. Wenn Sie Ihr Leben erfolgreich in den Griff kriegen wollen, dann verstehen Sie sich als Unternehmer oder Unternehmerin Ihres Lebens. Und diese Kultur der Ratgeber, der Coaching-Seminare, dessen, was uns in ganz vielen Bereichen auch der Populärkultur entgegentritt, was wir im Fernsehen sehen können, das ist ja auch etwas, was viele von uns sich zu eigen machen und das auch sehr offensiv nach außen vertreten. Für andere wird es vielleicht eher ein implizites Wissen sein. Man fasst es nicht in Worte, man macht daraus kein Programm, kein explizites Selbstverständnis. Aber viele verhalten sich entsprechend, modifizieren ihr Verhalten entsprechend. Also wir sollten nicht nur dieses Unternehmerische in den smarten Start-up-Etagen suchen, sondern auch in ganz anderen Bereichen unserer Gesellschaft die Färbung, die dieser Ruf oder auch die Verhaltensänderungen, die da die Einzelnen an sich vollziehen, die Arbeit an sich selbst, die man da leistet, die sieht sehr anders aus, je nachdem. Also eine Kassiererin an der Kasse wird sich in einer anderen Weise selbst optimieren als ein Softwareentwickler und dieser wiederum anders als eine Personalmanagerin in einem großen internationalen Unternehmen. Aber was die verschiedenen Personenrollen verbindet, ist, dass sie im Wettbewerb stehen und dass ihnen nahegelegt wird, dass man sie glauben macht, dass es ihnen plausibel gemacht wird und ihnen häufig selbst auch dann plausibel erscheint. Ihr könnt auf eurem Level, in eurem Rahmen, eure Leistung verbessern. Ihr könnt erfolgreicher sein, wenn ihr euch wie ein Unternehmen, wie ein kleiner Markt begreift. Das Bild, das ich dafür habe, ist das Bild eines Sogs. Eine solche Anrufung, das gilt auch für andere Anrufungen, nicht nur für die des Unternehmerischen selbst, erzeugt einen Sog, ein Kraftfeld. Man muss sich nicht so verhalten, man kann sich diesem Sog entziehen, aber das ist vielleicht anstrengender, als da einzuschwingen, da mitzumachen, diesem Sog zu folgen. Anstrengender, weil es weniger Kraft kostet, weil es auch ja, dem Wissen, den Vorstellungen, die mir in meiner Umgebung begegnen, eher entspricht. Ich falle damit nicht negativ auf, sondern ich tue das, was andere, die ich beobachte oder die mir sagen, was ich tun soll, auch tun. Ich schwinge gewissermaßen mit. Es ist eine Art auch von Konformismus. Ich tue das, was erwartet wird. Paradoxerweise eben ein Konformismus, der nicht darin besteht, Regeln einfach einzuhalten, sondern das unter die unternehmerische Anrufung besteht ja gerade darin, einzigartig zu sein, ökonomisch gesprochen, Alleinstellungsmerkmale zu entwickeln, also nonkonformistisch zu sein. Das ist also eine paradoxe Geschichte, eine paradoxe Formulierung. Gefordert wird dort ein nonkonformistischer Konformismus. Wenn ich jemandem so voller Zuversicht sage, hey, du bist deines Glückes Schmied, dann sage ich, ohne dass ich das sagen muss, das steckt einfach in diesem Satz, du bist deines Glückes Schmied, an deinem Unglück bist du selbst schuld. Das heißt, wenn du dich nicht genügend anstrengst, du kannst die Verantwortung an niemand anderen delegieren. Du und niemand anderen ist es, der für das, was er sie aus ihrem Leben macht, verantwortlich ist. Das ist einerseits etwas, was man ja sehr positiv sehen kann. Man ist nicht mehr abhängig, man ist mündig. Das ist ja auch ein hohes Maß an Freiheit, was dem Einzelnen, der Einzelnen dazugesprochen wird. Aber es ist eben auch diese Schuldzuschreibung. Und irgendwelche Grenzen gibt es immer, die mit dem eigenen Tun zu tun haben, aber die auch strukturell gegeben sein können. Und
diese Logik des Unternehmerischen heißt auch, die Verantwortung für das eine wie für das andere immer zu individualisieren. Und individualisieren heißt in diesem Sinne auch zu entpolitisieren. Das heißt, du und niemand anderes und nicht eine gesellschaftliche Ordnung, die bestimmte Rahmenbedingungen setzt, nicht eine Finanzkrise oder eine ökologische Krise, die unter Umständen katastrophale Folgen haben oder zumindest negative Folgen haben, die Möglichkeitsräume eingrenzt. All das interessiert in dieser Logik gar nicht, sondern immer ist es nur der Einzelne, der sich entsprechend anstrengen muss, der seine Antennen ausfahren muss, um zu erkennen, was ist in dieser Situation jetzt gerade die Chance, die Nische, in die ich reingehen muss, um mich in diesem Wettbewerb da zu präsentieren, um da zu punkten. Das ist etwas, was nie aufhört, womit man also nie fertig wird, wobei man eben deshalb auch nie eigentlich eine Pause einlegen darf, weil die Konkurrenz schläft ja nicht und wie schnell ist man abgehängt. Diese Mechanismen der Entgrenzung, die da ganz konstitutiv eingeschrieben sind, führen auch dazu, dass es ein hohes Maß, der Stressfaktor ist sicher sehr hoch, aber auch, dass da eben nicht nur Versprechen mit kommuniziert werden, das ist sagen die Oberflächenebene, sondern in den Versprechungen stecken immer auch Drohungen mit. Wie gesagt, die Aussage, du bist deines Glückes Schmied, transportiert die Aussage mit, du bist selbstverantwortlich für dein Unglück. Arbeitslosigkeit als individuelles Versagen. Genau. Also Arbeitslosigkeit als individuelles Versagen, Krankheit als individuelles Versagen. Natürlich ist das eine Form der gesellschaftlichen Organisation, die soziale Unterschiede sehr stark macht. Die aber soziale Unterschiede nicht mehr unbedingt an Herkunft, an dem, was man an formalen Qualifikationen festmacht, sondern so zumindest die Ideologie, die Selbstbeschreibung her daran festmacht, dass jemand erfolgreich ist im Wettbewerb. Das heißt, ein Riecher hat für das, womit sich Kunden gewinnen lassen. Also die Botschaft, die dieser Anrufung inhärent ist, ist eben auch die, Erfolg hat, wer im Markt Kunden für sich gewinnen kann. Und nicht derjenige, der einen Adelstitel trägt, nicht derjenige, der einen Abschluss an einer Elite-Universität hat, nicht der oder diejenige, die schon in der dritten Generation auf der Erfolgsspur ist, sondern man kann auch als jemals als Außenseiter von ganz unten kommen, da sind dann diese Tellerwäscher-Millionärs oder Garagenfirma zum Weltunternehmen-Stories, die da gemacht werden. Das ist die Botschaft. Wenn man sich das dann sozialstrukturell anschaut, wenn man also empirisch untersucht, Wirtschaftssoziologen, Arbeitssoziologen tun das ja, das ist nicht mein eigener Forschungszugang, aber ich profitiere sehr von diesen Arbeiten, dann sieht man, wie viel soziale Ungleichheit sich da einfach reproduziert, dass natürlich doch die mit den formalen Abschlüssen und die, die schon mit dem entsprechenden familiären Kapital, Geldkapital, aber auch symbolischen Kapital ausgestattet sind, dort sehr viel bessere Startchancen haben und sich auch entsprechend häufiger dann in den entsprechenden Positionen findet, während diejenigen, die aus prekären Verhältnissen stammen, häufig auch prekär bleiben. Also es gibt die Ideologie, die sagt, jeder kann, aber es können nicht alle. Also streng dich an, dass du zu denen gehörst, die können. Und faktisch haben wir eine ganz starke Reproduktion, auch Verstärkung von sozialen Ungleichheitsverhältnissen. Ich glaube immer noch, dass diese Anrufung des Unternehmerischen ganz stark ist in unserer Gesellschaft, auch heute noch, auch 2019 noch. Aber zumindest hat sich die Färbung, die Tonlage verändert. Also in den Zeiten, als so der Aufschwung, die Boomphase der New Economy war, so schon Ende der 90er Jahre, auch in den 2000er Jahren noch, da dominierte in der Rhetorik das Versprechen. Wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr euch selber als Unternehmen begreift, dann könnt ihr erfolgreich, reich, glücklich, gesund, was nicht alles werden. Also ein Versprechen, das da im Vordergrund stand. Heute habe ich den Eindruck, werden die gleichen Forderungen erhoben an die Einzelnen, aber sie werden nicht mehr über ein Versprechen plausibilisiert, begründet, sondern sie werden mit einer Drohung verbunden. Wenn ihr euch nicht genügend anstrengt, wenn ihr nicht wettbewerbsorientiert genug seid,
dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr vielleicht abstürzt, jedenfalls, dass es euch nicht besser gehen wird. Und das hat sich verändert. Ganz wesentlicher Einschnitt war dann natürlich die Finanzkrise von 2008 folgende. Aber die hat dieses Programm, dieses neoliberale Programm auf Wettbewerb zu setzen, nicht radikal gebrochen, aber eben doch eine Wendung gegeben. Das zeigt sich dann auch in den politischen Kodierungen. Also diese Forderungen des Unternehmerischen waren in den Jahren Ende der 90er und in den 2000er Jahren häufig mit einem auf kultureller oder auf politischer Ebene doch auch sehr liberalen, auf Diversität, auf Partizipation hin orientierten politischen Kultur verbunden, während dann zeitgenössisch doch eher eine autoritäre Form des Neoliberalismus dominant wird oder zumindest erheblich an Gewicht genommen hat. Also es gibt auch eine Art illiberalen Form des Neoliberalismus. Und also wenn Sie an die populistischen Parteien und Gruppen sehen, die sehr stark, zumindest einige von ihnen auf der wirtschaftspolitischen Ebene, auch sagen solche liberalen Konzepte verfolgen, wenn sie denn überhaupt Konzepte verfolgen, aber auf der politischen Ebene dann doch ein sehr rigides, häufig auf nationale Schließungen hin ausgerichtetes Programm forcieren. Cui bono, wem nützt das? Zunächst mal würde ich sagen, das nützt einer Form der Vergesellschaftung, die wettbewerbsförmig organisiert ist. Wenn ich allen sage, ihr lebt in einem Wettbewerb und ihr müsst davon ausgehen, dass ihr in einem Wettbewerb lebt und ihr werdet in dieser Welt, die wettbewerbsförmig ist, umso besser zurechtkommen, wenn ihr euch selber permanent als Wettbewerber und Akteure im Wettbewerb begreift, dann unterstütze ich ein soziales System, das genauso funktioniert. Also wenn ich allen sage, verhaltet euch hier auf Märkten, dann stabilisiere ich auf jeden Fall die Vorstellung, Märkte sind die optimale Form, die den sozialen Zusammenhalt, die sozialen Kooperationen, die soziale Interaktion zu stiften. Das ist jetzt nicht die Frage nach den Personen, die da Profit rausziehen, die davon profitieren, sondern das ist erstmal ein Mechanismus, der eine bestimmte Form kapitalistischer Vergesellschaftung stabilisiert. Das stabilisiert heißt jetzt nicht, dass es keine Krisen gibt. Die Krisen gibt es. Die letzte große Krise ist noch gerade mal 10 Jahre her oder gut 10 Jahre her. Aber selbst diese Krise hat nichts daran geändert, hat diesen Glauben an den Markt, an den Wettbewerb als Regulationsmechanismus nicht grundlegend erschüttert, jedenfalls nicht über einen längeren Zeitraum hinweg. Es hat vielleicht hier und da Risse bekommen, es ist nicht mehr diese Euphorie, dieser Optimismus, der mit diesem Marktradikalismus lange Zeit verbunden war, sondern eher das Gefühl einer Unausweichlichkeit, die da heute im Vordergrund steht, aber gleichzeitig werden diese Glaubensformeln immer noch weiter vertreten. Es ist gut, sich als Wettbewerbsmensch zu verstehen, sich in einem Wettbewerb stehen zu begreifen und danach auszurichten. Ein Wort an den selbstständigen Studenten. Sie haben in Ihren Geschichtslehrbüchern über Revolutionen gelesen, die Zivilisationen bis in ihre Grundfesten erschüttert haben. Religiöse Konflikte, Kriege um politische Befreiung, Kämpfe gegen Kolonialismus und Imperialismus. Noch vor 2 Jahrzehnten schienen wirtschaftliche Revolutionen in Osteuropa, in der früheren Sowjetunion, in China und anderswo die Gesellschaften dieser Länder zu spalten. Junge Menschen haben Mauern niedergerissen, etablierte Mächte aus dem Sattel gehoben und sind für Demokratie und Marktwirtschaft auf die Straßen gegangen, weil sie mit ihren zentralistisch geführten sozialistischen Regierungen unzufrieden waren. Studenten wie Sie selbst haben agitiert, demonstriert und sind in vielen Ländern sogar ins Gefängnis gegangen, um radikale Ideen zu studieren und aus westlichen Lehrbüchern wie diesen lernen zu dürfen. In der Hoffnung, irgendwann die Freiheit und den wirtschaftlichen Wohlstand demokratischer Marktwirtschaften zu genießen.
Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, 2010, Economics, Seite 10. Adam Smith erkannte als erster, wie der Markt die komplexen Kräfte von Angebot und Nachfrage organisiert. In einer der berühmtesten Textpassagen der gesamten Volkswirtschaftslehre, die zu Beginn dieses Kapitels aus seinem Werk »Der Reichtum der Nation« zitiert ist, erkennt Smith die Harmonien zwischen privaten und öffentlichen Interessen. Blättern Sie zurück und lesen Sie dieses Paradoxon noch einmal. Beachten Sie dabei besonders die scharfsinnige Aussage über die unsichtbare Hand, dass aus eigennützigen wirtschaftlichen Aktivitäten gesamtwirtschaftlicher Nutzen erwachsen kann, wenn diese in einen gut funktionierenden Marktmechanismus eingebettet sind. Smith schrieb diese Worte im Jahr 1776, übrigens in dem Jahr, in dem die amerikanische Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht wurde. Es ist also kein Zufall, dass diese beiden Ideen zur selben Zeit entstanden. Während die Amerikaner ihre Freiheit von der Tyrannei proklamierten, predigte Adam Smith eine revolutionäre Doktrin, die Handel und Industrie den Fängen einer feudalen Aristokratie entriss. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, 2010, Economics, Seite 60 bis 61. Also ich habe mich sehr gründlich in einer Studie zur Manipulation und Beeinflussung der ökonomischen Bildung damit beschäftigt, wie man erklären kann, wie ökonomische Bildung spezifisch in den Lehrbüchern wirkt. Dazu muss man erstmal sagen, dass diese Lehrbücher grandios standardisiert worden sind weltweit, dass wenige Lehrbücher den gesamten sogenannten Markt, also den gesamten universitären Alltag tatsächlich strukturieren und das in einem weltweiten Sinne, dass ungefähr 10 Bücher einen riesigen Marktanteil haben und eigentlich alles didaktisch sehr, sehr ähnlich sozusagen irgendwie verfasst sind. Also die Frage der Verbreitung der ökonomischen Lehrbücher mache ich gerne mal erstmal an einem Beispiel anschaulich. Wenn Studierende aus dem Ausland zu uns hier in die deutschen Hochschulen kommen, dann ist ja immer die Frage der Anrechenbarkeit. Das ist nicht nur im europäischen Raum unter Bologna, sondern weltweit. Und zu uns kommen Studierende aus zum Beispiel aus Mexiko und sagen, wenn ich dieses eine Lehrbuch mache und die Kapitel von Mencio, Economics, Kapitel 8 bis 14, dann wird meine Veranstaltung in Mexiko anerkannt. Und Mexiko hat echt gerade ein paar andere Probleme, als wir sie haben. Es ist eine ganz andere Kultur, eine ganz andere ökonomische Tradition auch. Und es ist alles völlig egal. Das heißt, also die Standardisierung, auch der Pauschalisierung, der Anerkennung, ist einfach, wenn Sie das Lehrbuch machen, dann wird es irgendwie funktionieren. Und das ist jetzt erstmal natürlich irgendwie noch keine empirische Evidenz. Fakt ist, dass es in Deutschland Untersuchungen gibt, dass es 80-90% der Veranstaltungen von 5-7 Lehrbüchern bestritten werden. Und die Ausbreitung ist enorm. Wir bilden heute in Deutschland kaum mehr Volkswirte aus. Es dürften unter 10.000 sein, die an deutschen Universitäten noch zu finden sind. Aber die volkswirtschaftlichen Einführungsmodule erreichen alle Betriebswirte, alle Wirtschaftsinformatiker, alle Wirtschaftsingenieure.
sodass ich nach Daten des Statistischen Bundesamts, wenn es zusammenzählt, davon ausgehe, dass über 20% der Studierenden in Deutschland von diesen einführenden volkswirtschaftlichen Veranstaltungen erreicht werden. In Amerika ist noch etwas anderes passiert, dass sie eben diese College Studies haben. Und dort ist die Volkswirtschaftslehre verbindlich eingeführt worden für alle Studierenden. Das heißt, egal was sie zu studieren, es gehört also zu den sogenannten General Studies, diese Einführung in die Volkswirtschaftslehre zu machen, so dass wir dort mit Millionen pro Jahr zu rechnen haben. Und wir die Lehrbücher, um die es da geht, die auch genutzt werden, liegen in bis zu 40 Sprachen vor, die wir bis jetzt gezählt haben. Also von daher kann man davon ausgehen, dass es in anderen Ländern sehr, sehr ähnlich ist und dass es keine Volkswirtschaftslehre mehr gibt, die auf kulturelle Besonderheiten oder auf eine bestimmte geschichtliche Reflexion oder so Rücksicht nehmen würden. Also wir wissen aus empirischen Studien, dass Studierende der Ökonomie, Wirtschaft gestalten wollen und dafür zuerst mal verstehen und erkennen wollen. Und dass da oft ein moralischer Impetus zugrunde liegt, ja, wir wollen was verbessern. Und viele auch beschreiben, dass der Ausgangspunkt wissenschaftlichen Interesses erst mal eine Leiterfahrung ist. Also es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Krisen, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Armut, es gibt Umweltzerstörung, also all diese Phänomene. Und sie dann in einen wissenschaftlichen Kontext kommen, der durch die Betonung von mathematischen Modellen diese ganze Eingelassenheit, die moralische Eingelassenheit in Welt den Studierenden abtrainieren und eindeutig signalisieren, dass das mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun hat. Und dass das eigentlich gefühlsduselig wäre oder nur mit Gutmenschentum zu tun hat und dass sie das gerne in ihrem privaten Leben machen, aber selber eben diese Art von Distanzierung haben müssen. Und das ist wie bei jeder anderen objektiven Wissenschaft auch, dann eben auch mit einer Mitleidlosigkeit und einer Morallosigkeit einhergeht. Wenn das eine reflektierte Position wäre, würde ich das als relativ unkritisch sehen, wenn ich weiß, also wie in der Medizin, ich habe jetzt bestimmte Standards, ich muss es machen, weil ich etwas anderes damit erreichen will. Wenn wir ethische Standards einer solchen Distanziertheit irgendwie hätten, wäre es unproblematisch. Problematisch ist hier, dass das gleichzeitig gemischt wird, diese Form der Mitleidlosigkeit mit einer impliziten Vorstellung der Superiorität von Märkten und mit einer Form eigentlich eines kapitalistischen Verständnisses, dass die Armen einfach zum Beispiel schuld an ihrem eigenen Schicksal seien und deswegen ich auch nichts irgendwie tun muss. Und diese Kombination aus einer politisch motivierten Mitleidlosigkeit und kapitalistisch motivierten Mitleidlosigkeit mit der wissenschaftlichen, das sehe ich als den eigentlichen Sprengstoff, den wir heute haben. Tatsächlich auf die Form guckt, also wie wird es vermittelt. Dadurch, dass so viele Studierende durch diese Veranstaltung durch müssen, sind es die wichtigsten Massenveranstaltungen, die wir im sozialwissenschaftlichen Bereich haben. Wir müssen sich also vorstellen, dass erstmal ist es das Audimax, was regelmäßig damit belegt wird, die größten Hörsäle. Und man ist dort alleine am Anfang, wo man auch noch nicht besonders viele Leute kennt, bevor irgendein Seminar stattgefunden hat, irgendeine Auseinandersetzung, Form des Hausarbeits, eines Dialogs, eines Gesprächs, kommt Wahrheit schlicht von vorne. Also man sitzt völlig vereinzelt da und der Druck, gerade in der volkswirtschaftlichen Prüfung, ist meistens höher als in den betriebswirtschaftlichen Prüfungen, eben wegen dieser Mathematik. Also man hat dieses Gefühl von Angst und ich kann das nicht, fragen kann ich auch nichts. Und dann eine hochgradig standardisierte Lehre von vorne kommt. Die großen Verlage erleichtern den Dozierenden das Leben dahingehend, dass sie standardisierte Foliensätze anbieten. Mittlerweile werden diese Veranstaltungen nicht mehr von den führenden Professoren und Professorinnen gelesen, sondern vom, was ich als Bildungs- oder Lehrprekariat beschreibe. Es sind also welche, die sehr, sehr wenig damit verdienen, diese Riesenveranstaltungen machen müssen, die also gar keine Zeit haben, sich vorzubereiten.
Und dann eben diese Mischung aus Aussagen über Welt, politisch-emotional motivierte Aussagen, eben mit dieser Angst des Versagens vor der Mathematik und dieser Scheinobjektivität verbunden werden. In einigen Universitäten ist es immer noch so, dass dann Übungen und Tutorien sich anschließen, wo dann eben auch Fragen möglich sind. Aber Studierende berichten überwältigend in diesen empirischen Untersuchungen, dass es eine absolute Kluft gibt zwischen der Theorie und der Praxis, dass man völlig desorientiert ist, weil man nicht weiß, was es mit dem eigenen Leben zu tun hat. Eine große moralische Kluft, weil man sich selber merkt, man distanziert sich von Welt und will es aber gar nicht. Und was wohl leitend ist, warum man das tut, ist die Angst des Versagens in dem ganzen ökonomisierten Betrieb der Hochschule als solche. Ja, und deswegen eben dann auch keine Fragen sozusagen irgendwie zulässt oder in sich zulässt, sondern eben diese Beugen an diesen Standards vollzieht. Und ich glaube, das Entscheidende oder das Wichtige ist eben noch, dass absolut pauschal abgeprüft, also standardisiert abgeprüft wird, sind in einem überwiegenden Teil oder in fast allen Bereichen Multiple-Choice-Fragen. Das heißt, sie werden damit konfrontiert, dass es vermeintlich eine Wahrheit gibt, die völlig unabhängig davon ist, ob sie sich die aneignet oder jemand anders die aneignet. Also ich glaube, wir müssen zwei Bereiche unterscheiden, wenn wir sagen, was ist die normale Volkswirtschaftslehre. Und das eine ist der Blick ins 19. Jahrhundert, was ist passiert, als die Wirtschaftswissenschaften, die damals noch politische Ökonomie heißen, sich mathematisiert haben. Schritt eins. Und das zweite ist, wie sehen die Lehrbücher von heute aus, die diese Mathematisierung mittragen, aber noch was anderes und was ich als manipulativ bezeichne, irgendwie draufsetzen. Die Mathematisierung, sehr kurz oder ein Versuch, das kurz zu sagen, ist, dass sie politische Ökonomie im 19. Jahrhundert eine beratende Wissenschaft war, die ganz stark im Dialog stand mit den Menschen, die sie zu überzeugen versuchte, meistens in dem Fall Politiker oder eine herrschende Klasse, ein herrschendes System. Und die ganz versuchte auf ganz unterschiedliche Weise auf Erfahrung zuzugreifen, indem sie selber wahrgenommen wurde, indem man auf Erfahrung anderer, auf Statistiken und so weiter zugegriffen hat. Und kurz gesagt, diese ganze politische Ökonomie sowohl als Kunst wahrgenommen wurde, also als Praxis des Umgestaltens und des Schaffens von Wohlergehen und Reichtum in der Gesellschaft. Nummer eins. Und zweitens als moralische Frage war, was sollen wir tun dürfen? Und diese ganze Idee der Wissenschaft als eine umfängliche Kunst- und moralische Wissenschaft ist dann mit der neoklassischen Theorie beerdigt worden. Die neoklassische Theorie will reine Wissenschaft betreiben, die rein nur ein Vorbild einer mathematischen Wahrheit kennt, die sich nur noch um sich selbst dreht und sozusagen den Wissenschaftler aus seinen Lebenszusammenhängen, aus seinen Gestaltungszusammenhang dezidiert rausreißt und praktisch in einen Elfenbeinturm mathematischer Wahrheit überführt hat. Und das hat insgesamt viel zu tun mit dem ganzen Wissenschaftlichen, mit dem Gang der Wissenschaften an sich, mit dem Wandel von Vorbildern, hat aber dann schon Ende des 19. Jahrhunderts zum Tod der politischen Ökonomie geführt, die nur noch sich als Ökonomik begreift. Und das hat dann bis in unsere heutigen Tage sehr, sehr große Folgen gehabt, dass Wahrheit sich nach wie vor eben an bestimmten Rankings, an bestimmten mathematischen Richtigkeiten sozusagen orientiert, aber der Blick auf Welt verloren gegangen ist. Und ganz wichtig, dass heute Wissenschaft erst gemacht wird und dann gibt es ein Feld der Anwendung von diesen abstrakten Theorien auf Welt, was aber eher sozusagen einem Experimentierfeld gleicht und nicht mehr die praktische Wissenschaft von damals ist. Und diese Mathematisierung ist im 20. Jahrhundert sehr stark noch umkämpft gewesen, wenn man vor allen Dingen an Keynes denkt, der gesagt hat, genau wie die politische Ökonomie zuvor, Wirtschaftswissenschaft hat genuin mit menschlichem Willen und damit mit menschlicher Freiheit und damit mit fundamentaler Unsicherheit zu tun. Also wir können nichts vorhersagen, weil Menschen sich immer dagegen entscheiden können, frei dagegen entscheiden können. Und dieses Freiheitsmoment, meines Erachtens relativ absichtlich, ist dann vor allen Dingen von der Chicago School of Economics in ihrer Mathematisierungszweig, für den Milton Friedman zum Beispiel beispielhaft steht, dann ausgelöscht worden. Heutzutage
wiederholen die Lehrbücher eine so ganz merkwürdige Form von Abstraktsein, von Mathematisierung, der Appell an die objektiven Wissenschaften und so weiter. Und gleichzeitig mathematisiert sie aber nicht mehr sauber, nicht mehr klar, sie sind nicht mehr die ganzen Voraussetzungen, sondern sie packt Aussagen, die über Realität sind, sozusagen in dieses ganze mathematische Gewand ein. Und damit wird sie eine hochpolitische Form, weil die Menschen entfernt sind von ihrer eigenen Erfahrungswelt, von ihrer eigenen Realität. Sie lernen nicht mehr in der klassischen Ökonomie, diese Welt und diese Realität zu beschreiben, auch moralisch zu bewerten, zu urteilen, sondern sie sind davon abgelöst von dieser Welt und gleichzeitig werden sie mit pauschalen Aussagen und Werturteilen unterschwellig unterhalb der Mathematik konfrontiert. Also wenn sie jetzt die heutige VWL, dann kommt sie aus der neoklassischen Theorie her, müsste sie eine mathematische Wissenschaft sein. Wenn wir uns vergleichende, zum Beispiel in Ingenieurwissenschaften, vergleichende Lehrbücher anschauen, dann geht es darum, tatsächlich bewusst zu sagen, dass es einem hohen Abstraktionsgrad geht und dass es um den Übertritt in mathematische Welten geht. Und das wird normalerweise über Voraussetzungen mathematischer Art, über die Einführung in die entsprechenden Differentialgleichungen und so weiter markiert, sodass man weiß, dass das Denken in einem abstrakt-mathematischen Raum Gültigkeit hat. Sodass zum Beispiel nicht passieren kann, dass Studierende aus der Ökonomie rausgehen und sagen, das, was ich gelernt habe, ist Realität, weil man weiß, es ist eben nur unter bestimmten mathematischen Bedingungen und in einem bestimmten Zahlenbereich, Zahlenraum überhaupt vorstellbar. Und wir sehen das aus den Lehrbüchern in den letzten 30 bis 40 Jahren, diese reine Mathematik und diese Einübung in reine Mathematik immer weiter zurückgedrängt wurde. Sie wird aber nicht durch eine politische Ökonomie ersetzt, die jetzt irgendwie wieder tatsächlich diskutieren würde, sondern es wird praktisch, oder das ist meine These, dass Mathematik genutzt wird, um Menschen von der Korrekturkraft ihrer eigenen Erfahrung oder von anderen Menschen abzuziehen und mathematische Aussagen, die immer objektiv, immer gültig sind, also wahr sind, mit politischen Botschaften zu vermischen. Und dies kann man zum Beispiel sprachlich zeigen. So, er sagt, eine Nutzenmaximierung ist ein abstraktes mathematische Rechenoperation. Aber wenn dann eben erklärt wird, der Mensch freut sich über das, was er wählt, der Mensch strebt zu dem Guten, dann sind das alles Interpretationen, die in diesem Kontext nichts zu suchen haben. Schlimmer noch, dass heute vor den mathematischen Modellierungen tatsächlich rein politische Frames gesetzt werden. Und das hat insbesondere mit diesem Marktfundamentalismus zu tun, dass der Markt nicht als ein abstraktes Modell eingeführt wird, aber auch nicht eine Pluralität von Vorstellungen sozialer Räume, die sich als Märkte organisieren, sondern ein Schwarz-Weiß-Framing gesetzt wird. Man kann sich das einfach vorstellen, es werden zwei Containerbegriffe aufgemacht, bei dem einen ist so ein Label drauf Staat und bei dem anderen ist so ein Label drauf Markt. Und dann ist es tatsächlich nur ein Design, ein sprachliches Design, das alle guten Begriffe, die intuitiv von jungen Menschen als gut verstanden werden, Freiheit, Demokratie, Wohlergehen, Harmonie, kommt alles in diesen Container Markt und in den Staatscontainer kommt alles, was wir nicht wollen. Also Zwang, Steuerung, Kommunismus, Sozialismus, bis hin zur Anwendung an tiefe Emotionalitäten. Es wird zum Beispiel gesagt, ja, wenn es nur eine Staatswirtschaft, eine planerische Wirtschaft gibt, dann würden die Leute verhungern. Sie könnten nicht friedlich ihr Leben, also sie müssten in Angst und Schrecken leben. Ja, also da werden Anbindungen an Emotionalitäten vollzogen und vor allen Dingen an politische Konzepte, die mit dem Label, was sich diese Wissenschaft selber gibt, von distanzierter Objektivität und wir rechnen eigentlich alle nur und wir haben nur einen total kühlen Kopf, es passt nicht zusammen. Und die Erklärung dafür ist, warum das passiert, dass eben der abstrakte Verstand wird sozusagen mit diesen mathematischen Formeln beschäftigt und unterschwellig sozusagen im Unbewussten, gerade weil das völlig desorientiert ist, unbewusst weiß gar nicht, was es in diesen Veranstaltungen soll, dort werden dann eben diese Botschaften eingebracht. Und ich bin der Meinung, aus kognitionswissenschaftlichen Überlegungen hinaus, dass diese unterschwelligen Botschaften dann dem Menschen oder sich der Mensch die aneignet, unterschwellig, das heißt unbewusst, und dadurch Weltbilder geprägt werden, die auch nicht mehr einer Reflexion zugänglich sind. Also wir wissen heute, dass Ökonomen
allgemein gesprochen eine ganz bestimmte Art von Mindset haben. Und es ist erstmal die Frage, ist das anerzogen, ist das angebildet oder ist es ein Auswahlprozess gewesen? Die empirischen Studien, die wir gemacht haben, weisen darauf hin, dass auch Ökonomen und Ökonomen oder angehende Studierende Wirtschaft studieren, weil sie diese Welt interessiert und weil sie Wirtschaft selber gestalten, also verstehen und gestalten wollen. Also einen hohen Praxisinteresse haben, also im Sinne von Handlungsinteresse und auch mit moralischen Fragen tatsächlich kommen. Und das Entscheidende an der wirtschaftlichen Bildung ist, dass diese Fragen in einem dramatischen Ausmaß abtrainiert werden. Also junge Menschen das bezeichnen wie so eine Tunnelerfahrung, wo sie mit dem sie reingegangen sind, ihren persönlichen Motivation, mit dem, was sie wissen, mit ihren eigenen Fragen, dass es wie erstirbt, dass es einfach total dunkel wird, dass sie nicht wissen, was es sollen, dass sie völlig orientierungslos sind durch dieses mathematische Wissen kombiniert mit manipulativen Elementen, dass sie überhaupt nicht aufgeklärt werden, warum sollen sie das jetzt durchlaufen. Es wird nur gesagt, ja, deine Fragen, die kommen irgendwie später oder man lacht über die Fragen und man lacht vor allen Dingen Menschen aus, die eben mit einem moralischen Impetus kommen und sagen, ja, so kannst du ja nicht richtig, sozusagen kein richtiger Ökonom werden. Und dann beschreiben auch Kollegen in persönlichen Gesprächen, dass es wie gesagt wie so eine Tunnelerfahrung und dann kommt irgendwie so ein Licht und man ist plötzlich wie in einer anderen Welt. Also es ist tatsächlich wie so eine, wie es in der Bildung beschrieben wird, so eine Art Schwellenmoment, wo man in diese Denkweise umspurt und dann eben im paradigmatischen Sinne nur noch die Fragen interessieren, die diese Wissenschaft überhaupt stellen und beantworten kann. Es sind aber nicht mehr die Fragen, die ich vorher hatte. Was wir aber erleben und auch vor allen Dingen in der Krise, dann also Krise 2008, 2009 gesagt worden, dass wir hier Menschen haben, die ganz stark Bilder von der Wirtschaft haben, die nicht von der Realität geprägt werden, sondern die ihre Wahrnehmung auf Wirtschaft nicht mehr noch eine rosarote Brille, sondern wie schon nicht mehr eine durchscheinende Brille irgendwie prägen. Das Beispiel, was ich gerne bringe, man kann sich das tatsächlich so vorstellen, dass die Gefahr zumindest droht, dass Ökonomen oder Ökonomen wirklich nur noch auf bestimmte Bilder von Welt gucken, dass sie sich wie mit einem Kompass oder einem GPS-Gerät von diesen Bildern leiten lassen und gar nicht mehr wissen, dass es nur ein Abbild von Realität ist, dass es nur eine Landkarte ist, sondern sich damit also komplett verlassen in ihrer Gestaltung von Welt. Und da kam es eben zu diesem Ausspruch von Thomas Mayer, Chefvolkswirt, damals Chefvolkswirt der Deutschen Bank, sagen, wir haben uns benommen in dieser Krise wie Piloten, die nicht mehr fähig sind, aus dem Fenster zu gucken, nicht mehr fähig sind, Realität wahrzunehmen, sondern einfach auf ihr GPS gucken und wenn das GPS kein Problem anzeigt, dann einfach so tun, als wäre alles in Ordnung, bis sie an dem Berg der Realität tatsächlich zerschellen. Und was daran interessant war, er sagte, wie kann sowas passieren, dass er erzählt hat, wie der reale Diskurs unter Chefvolkswirten, also das tägliche oder wöchentliche Abklären, wie interpretierst du eigentlich Modelle, was sollen wir mit dem Modell und jeder hat ein anderes, dass das nicht mehr stattgefunden hat, dass eine extreme Standardisierung gab, dass alle sich auf wenige Modelle noch verlassen, dass, wie erzählt hat, alle nur noch auf die gleichen Blackberries irgendwie starren und sie selber die Interpretation der Daten eigentlich nur noch diesen Maschinen überlassen haben. Und offensichtlich ermöglicht die ökonomische Bildung nicht auf diese Problematik auch nur annähernd aufmerksam zu werden, weil der Unterschied zwischen Modell und Realität bis zur Unkenntlichkeit verwischt wurde. Wo ich natürlich professionell mit jeden Tag beschäftigt bin, ist die Ökonomisierung der Bildung, die für mich aber genau auch ein Element jetzt nicht nur des wissenschaftlich-akademischen, sondern auch der persönlichen Betroffenheit, auch der Emotionalität. Nicht nur, was es mit uns Kollegen macht, sondern eben vor allen Dingen, was es mit jungen Menschen macht, nur in dieser Frage eben als Gestalter des eigenen Humankapitals angesprochen zu werden. Und was Ökonomisierung immer ausschließt, eben diese Frage der gemeinsamen Gestaltungsfähigkeit von Menschen und der Kritik- und Reflexionsfähigkeit und das in einer Brutalität auszuschließen, die weltweit um sich greift, gerade in einem gesellschaftlichen Umfeld einer Krise,
wo wir diese menschlichen Fähigkeiten so ungemein bräuchten. Also es hat schon große Bereiche, die Frage, wie wir in Städten miteinander umgehen, wie unsere Wege gestaltet werden, wie immer mehr demokratisch verfasste öffentliche Räume verschwinden. Also es hat schon Riesendimensionen. Ja? Bis hin zur Frage, warum wir jetzt erst merken, dass es keine Bienen mehr auf unseren Wiesen gibt. Also wie weit kann man Realität ausblenden, bis es wahrscheinlich echt ziemlich zu spät ist und nicht mehr zu ermöglichen, diesen kreativen Moment im Umgang mit der Schöpfung, also das wahrzunehmen und wirklich erst in einer breiten öffentlichen Diskussion oder breiter werdenden, wenn eigentlich die Stille schon eingetreten ist und dieses ganze Gewimmel sozusagen der Lebendigkeit eigentlich schon weg ist und wir wirklich merken, jetzt gibt es keine Kirschen, jetzt gibt es weniger Raps, jetzt gibt es sozusagen erst das merken, aber gar nicht in diesen Umgang mit der Natur auch den jungen Menschen beibringen. Ist sagen so, dass uns fehlen die Vögel als Vögel, uns fehlen die Bienen als Bienen, weil es nicht mehr summt, weil es einfach nicht mehr da ist. Das sind so diese kleineren Momente, wo mir das wirklich zu schaffen macht. Die Grundidee, die wir im Moment haben, ist, dass die Wirtschaft so komplex geworden ist und dass wir gar kein Wissen sozusagen darüber irgendwie haben können mehr. Und dass wir deswegen der unsichtbaren Hand irgendwie vertrauen müssen. Und wenn wir eine Idee haben, dass wir gemeinsam Welt gestalten, dann muss es ein verteiltes oder ein gemeinsames Wissen von Prozessen geben. Und wir müssen sie überschauen können. Und das heißt, dass die Prozesse, wo wir als demokratisch verfasste Gesellschaft nicht in relativ schnellen Zeiträumen verstehen, was sie bewirken, wäre eine schlicht ergreifende Form meines Erachtens, sie zu verbieten. Wenn Foodwatch ewig und 3 Tage mit einer deutschen Bank darüber diskutieren muss und mit der öffentlichen Meinung, ob jetzt bestimmte Spekulationen zu Hunger führen, ja oder nein, und es ist am Ende nicht zu entscheiden, dann würde ich sagen, es ist nicht die Frage, ob der eine Recht hat oder die andere, sondern wir haben so komplexe Strukturen geschaffen, dass wir deren Wirkung nicht beurteilen können. Und in der Medizin wäre irgendwie klar, also oder war zumindest mal klar, dass er sagt, wenn ich das nicht beurteilen kann, das Medikament, und es macht mal dies und mal das und die eine Maus stirbt und der andere Affe nicht und so weiter, dann wird es nicht am Menschen getestet und es wird nicht auf den Markt gebracht. Und hier würde ich einfach sagen, Komplexität ruhen lassen, wenn wir Strukturen nicht durchschauen. Wir können aber diese Strukturen abschaffen. Wir können bestimmte Spekulationsformen weltweit oder notfalls auch als einzelnes Land mit allen Folgen, die es hat, man kann es einfach verbieten. Und diese Idee, die auch eine Technikfolgenabschätzung eigentlich eine Rolle spielen sollte, wenn wir bestimmte Sachen wie Digitalisierung, wenn wir das klonen, wenn wir die Folgen nicht abschätzen können, dass wir aufgrund der Komplexität an sich darauf verzichten und Politik dann dafür da ist, diesen Verzicht eben auch strukturell sozusagen umzusetzen. Und heute zu sagen, es gibt nur noch den kleinsten Kreis, also ich und mein Geld, und dann eine Riesenkomplexität, wo keiner mehr was durchschauen kann, wo ich nur eine Demut üben kann, wie das die Grundidee des Neoliberalismus ist, und alles dazwischen zu sagen, rauszunehmen, halte ich für eine Riesenproblematik, die aber durch die Aneignung von gemeinschaftlichen Prozessen auch behoben werden kann. Und ich sehe die Aufgabe der Politik, erstens dort Egoismus zu begrenzen, also was man früher mal wirtschaftliche Gier ganz klar genannt hat, das zu begrenzen und gleichzeitig Spielräume für alternative Praktiken zu schaffen. Von was für einer Welt träumen Sie? Gefragt nach Träumen für Welt ist, glaube ich, erstmal anzumerken, kulturell und historisch, wie schwer uns das fällt. Eigentlich gibt es und gab es Gesellschaften, die ihre Stärke in Träumen und in der Vermittlung von Träumen und Visionen hat. Und jede Sekunde des Schweigens auf eine Frage von was träumst du, weist darauf hin, dass wir ein gehöriges Problem haben in dieser Welt, wo wir entweder keine Träume haben oder uns nicht trauen, die voneinander, also mitzuteilen. Und gefragt nach meinen Träumen, ist wirklich einen wieder Menschen zu haben, Menschen zu befähigen, die sich aus der Enge dieses Korsetts einer absolut vereinsamten sozialen Interaktion
wie wir sie in der Wirtschaft haben und aus diesem eigenen Streben nach Nutzen befreien zu können, aber in einem ganz tiefen existenziellen Sinne, also tatsächlich ganz andere Formen von Begegnung, von Möglichkeiten zu haben und dafür eben auch sprachlichen Ausdruck. Also dass es teilbar, dass es mitteilbar wird, dass Träume eben nicht einfach nur individuell bleiben. Und es ist auch ein Traum von Welt, in dem der große Idee der Steuerung von Menschen aufgegeben wird, aber sich doch eben Politik, also vor allem Bildungspolitik, darum kümmert, Menschen die Möglichkeitsräume einer solchen Entwicklung mit sehr starker Stringenz auch widmet.